Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Die Welt sehnt sich, ohne es zu wissen, nach geistlicher Intelligenz, die es nur bei Gott gibt. Und da hast du Zugang. Wir sind heute da, und da schreibe ich mich auch an erster Stelle. Wir sind da, als Leib Christi, die Weisheit Gottes zu empfangen und in unserem Umfeld damit wirken. Seit über 75 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ich habe heute ein Thema mitgebracht. Die Überschrift ist Dein geistlicher IQ. Wir teilen jetzt nicht gleich Blätter aus mit Fragebögen und wo dann sich rausstellt, welcher IQ du hast. Aber wir, Isolde und ich, waren vor einiger Zeit bei unserem Freund Dirk. Der wohnt ganz, ganz oben, Schleswig-Holstein. Und dann haben wir auch so gesagt, ja, was könnte man als nächstes tun, um in dieser Zeit Menschen richtig mit Gott zu erreichen? Wir hatten ein paar Ideen und ja, meine Art, so wie die ist, sagt Dirk, ja, könnte man das tun, dann könnte man jenes tun und wir könnten da was zusammentun und so weiter. Und dann geschah etwas, das hat mich sehr inspiriert und das ist auch die Basis dieser Predigt heute. Er sagte, und das lese ich vor, dass ich es nicht irgendwo ein Stück abschwäche. Menschliche Intelligenz wird diese Welt nicht retten. Was diese Welt wirklich braucht, ist die Weisheit Gottes. Und die findest du nicht bei Wikipedia, sondern bei unserem himmlischen Vater. Und er gibt diese Weisheit so gern denen, die danach fragen. Ihr kennt alle das Wort IQ. IQ, ja, der eine oder andere hat ihn mal feststellen lassen. IQ heißt laut Wikipedia Bewertung des intellektuellen Leistungsvermögens. Was ich so noch nicht wusste, war, dass es auch einen EQ gibt, das heißt ein emotioneller Intelligenzquotient. Und der beschreibt die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle wahrzunehmen, zu verstehen und zu beeinflussen. Was wir alle wissen, ist, unser Leben besteht aus Geist, Seele und Leib. Stimmt's? Ja, der Leib, das Fleisch, von dem sagt die Bibel, dass es schwach ist. Das merken wir, wenn wir krank sind, merken wir, wenn wir müde sind. Also der Leib ist schwach. Die Seele, die wissen wir, ist emotional, also keine Konstante. Es ist zu kalt, es ist zu warm, es ist zu dick, es ist zu dünn, zu groß, zu klein und so weiter, ist also keine feste Konstante, aber etwas für unser Leben. Ich sage nicht, dass die Seele schlecht ist oder der Leib schlecht ist. Das dritte ist der Geist. Jetzt nicht der Heilige Geist, sondern unseren Geist. Geist, Seele und Leib. Unser Geist ist von den drei die Kraft, von den dreien die kraftvollste, der kraftvollste Teil unseres Lebens. Wir finden auch einige Bibelstellen, wo es heißt, Kraft für den Geist. Weisheit für den Geist. Und wenn von den drei, von Geist, Seele und Leib, der Geist eigentlich das Kraftvollste ist, warum lassen wir uns dann von unserem IQ, EQ leiten? Warum lassen wir uns von unserem Wissen leiten? Warum lassen wir uns von unseren Emotionen leiten?
Ich sage nicht, dass das nicht, dass man es ausschließen soll, aber warum der dritte Intelligenzquotient, die geistliche Intelligenz, das habe ich so beschrieben, die Menge an Gottes Weisheit in unserem Geist empfangen wir durch den Heiligen Geist. Und ihr Lieben, das bezeichnet die Qualität eines Christen. Die Menge von Gottes Weisheit in unserem Geist, nicht das Wissen, Gottes Weisheit, empfangen wir durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist redet zu unserem Geist. Und das zeichnet die Qualität eines Christen aus. Wer seinen Geist nicht durch Gottes Weisheit schulen lässt, gleicht einem Schiff ohne Steuermann, das auf dem Meer dahintreibt. Und ihr Lieben, so viele treiben auf dem Meer dahin, wissen in dieser Zeit nicht mehr, wo es hingeht, was vorne, was hinten ist. Und ich sage euch, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns schulen lassen vom Heiligen Geist, unseren Geist schulen lassen, damit wir dieser Welt und unserer Umgebung etwas zu sagen haben. Unsere geistliche Intelligenz sollte trainiert werden. Nicht die vielen, vielen Seminare, die wir schon mal besucht haben, nicht dass die vielen YouTube-Filme, nicht die vielen Inputs, wo wir dauernd irgendwo hören, das ist alles gut, das tut dein religiöses Wissen stärken. Aber deine geistliche Intelligenz bekommst du direkt von oben. Die kannst du nicht irgendwo lernen oder im guten Buch nachlesen, sondern das redet Gott zu dir persönlich. Und das ist was anderes wie der IQ, die Intelligenz, die wir ja auch brauchen, zum Autofahren, zum Schreiben, zum Lesen. Das ist alles gut, aber das ist nicht die Intelligenz, die wir brauchen, die auch das Leben von dir verändert und du dadurch andere auch verändern kannst. In Hebräer 5, Vers 14 lesen wir, nur wer seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden. Die Urteilsfähigkeit. Wie kannst du die schulen? Die kannst du im christlichen Bereich, die kannst du nicht mit Büchern schulen, sondern die muss dir der Geist Gottes zeigen. Die geistliche Intelligenz. Viele Christen tun das, was sie für richtig halten, haben aber ihren Geist nicht mit göttlicher Weisheit geschult. Und unter dem leiden die Christen heute. Viele Christen tun das, was sie für richtig halten, aber nicht, was der Geist Gottes ihnen sagt. Noch nie hat ein Posten in den Social Medias von den Christen so viel Spaltung verursacht wie in diesen Tagen. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Darum müssen wir uns wirklich, wirklich vor Augen rufen, was für eine Verantwortung haben wir in dieser Zeit, Dinge, Behauptungen zu sagen, wo ein anderer sich gekränkt hat und wie in diesen Tagen, wo sich Hauskreise teilen, irgendwelche Gemeinden teilen, weil der die Ansicht hat und der die Ansicht und wenn der die Ansicht hat, gehe ich nicht mehr dahin. Lieben, das ist genau das, was der Feind haben möchte. Wir müssen danach schauen, wirklich zu der geistigen Intelligenz kommen. Was will Gott genau jetzt? Was will er genau jetzt? Nicht, was habe ich schon immer getan, sondern was will er genau jetzt? Hat Gott unterschiedliche Meinungen? Ich glaube nicht. Als Jesus auf der Erde war, hat er seinen Jüngern seine Weisheit gegeben und hat sie ausgerüstet. Stück für Stück sind sie hineingewachsen. Wo holen wir unser Wissen heute? Unser Wissen, holen wir es in den Medien? Holen wir es von den Gefühlen? Vielleicht von den Gefühlen anderen?
holen wir es vielleicht von geistigen Leitern, die wir schätzen? Holen wir es von einer Religiosität, die wir gewohnt sind, von unserer Kinderstube her oder von unserer Glaubensrichtung her? Holen wir das Wissen von unserer Gewohnheit? Oder gehen wir endlich in unserer heutigen Zeit zur Quelle, die Jesus heißt? Es gibt Dinge, wo wir nicht nur Bibelsprüche raushauen können und der andere haut auch einen raus, der sitzt links rum, der sitzt rechts rum. Wir leben in einer Zeit, wo wir für viele Dinge, um in der Welt ein Zeugnis zu sein, göttliche Weisheit brauchen. Geistliche Weisheit. Das sind Parolen fehl am Platz. In unserer Zeit, wir leben ja in einer Zeit, wo Träume und Visionen in Erfüllung gehen. Das schreibt uns die Bibel. Und da blicken wir auf Josef. Josef war ein sehr intelligenter Mensch. Josef hatte auch Emotionen. Aber Josef hat sich mit Weisheit gebildet. Als er im Gefängnis saß, hatte der ungläubige Pharao einen Traum. Er ging zu seinen Weisen, wir kennen es, und die Weisen sagten, wir wissen es nicht. Und Pharao wusste, dass er selbst nicht wusste, was er aber hätte wissen sollen, um zu handeln. Und in unserer Zeit gibt es so viele Pharaos, Ungläubige, Regierungsleute, Bürgermeister und Leute um dich herum, die wissen, dass sie was wissen sollten, was sie derzeit nicht wissen. Und sie brauchen nicht die Parolen der Christen umeinander, die sie schon überall her gehört haben. Sie brauchen nicht die Vorwürfe der Christen, dass sie das und jenes falsch gemacht haben. Sie brauchen solche Josefs, die von Gott gehört haben und mit Weisheit in eine Sache hineinreden, welche die Lösung bringt. Josef, der im Gefängnis saß, hatte diese Weisheit. Wir gehen zum nächsten. Der heißt wie ich, der Daniel. Der Daniel war bei einem ungläubigen König Nebukadnezar. Und ein Daniel hat nicht die Bibel voll geschrieben, wie schlimm der Nebukadnezar ist und was er alles falsch macht und was alles so schief läuft und wie schlimm der ist und was alles so daneben geht bei dem Nebukadnezar. In der Bibel steht geschrieben, dass er Gott fürchtet. Ihr wisst das mit dem Gebet und dem offenen Fenster und so weiter. Und das ist für mich auch ein Bild für die heutige Zeit. Was wird in dieser heutigen Zeit von dir gesagt? Schau mal, wie der einen Frieden hat. Schau mal, wie der eine Ruhe hat. Schau mal, wie der eine Liebe hat oder die eine Liebe hat. Und schau mal, wenn die etwas sagt, das passt einfach. Oder sagt man von dir, mit der Meinung, was die da raushaut, bin ich nicht einverstanden. Ich sehe es ganz anders wie die und so weiter. Was bringt das dieser Welt? Ihr Lieben, wir sind heute da. Und da schreibe ich mich auch an erster Stelle. Wir sind da als Leib Christi in dieser Zeit da, die Weisheit Gottes zu empfangen und in unserem Umfeld damit wirken. Nicht mit dem Wissen, nicht mit Emotionen, ich muss da irgendwo, sondern die Weisheit Gottes. Ja, zurück zum Daniel. Ja, die Weisen, also der Nebukadnezar hatte ja auch einen Traum und die Weisen, seine Weisen vom Nebukadnezar, wussten es auch nicht. Göttliche Weisheit, ihr Lieben,
Der Daniel hatte die göttliche Weisheit. Und Nebukadnezar erkannte Gott nicht, aber Gott kannte Nebukadnezar. Jetzt kannst du alle regierenden Herrscher von unserem Land, von deiner Stadt, von deinem Dorf oder was, kannst du da einsetzen. Der Herr so und so kennt zwar Gott nicht, aber Gott kennt ihn. Verstehst du? Er kennt Gott nicht, aber Gott kennt ihn. Und weil Gott ihn kennt, kannst du für ihn beten, dass sich da was tut, das du vielleicht gar nicht verstehst. Aber Gott hat es im Griff. Die Welt hat Träume, aber sie kennt die Antworten nicht. Wo sind heute die Josefs und die Daniels? Nicht die immer was raushauen, Hunderte von Posts jeden Tag raushauen, sondern die Josefs und die Daniels, die in einer Situation von Gott eine Weisheit bekommen und die Lösung ist da. Und das sind jetzt nicht nur die Leute, die hier vorne stehen, die ein Mikrofon haben, die große Position haben. Nein, das bist auch du. Verantwortliche dieser Welt wissen, dass sie etwas wissen sollten, aber sie wissen es nicht. In dieser Lage sind wir heutzutage. Doch nicht nur den Verantwortlichen geht es so, sondern auch den Menschen um dich herum. Ich glaube, dir fällt da viel ein. Deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, die nicht mehr wissen, wie es weitergeht, die nicht mehr wissen. Und den Leuten hilft es nicht, wenn du mit ihnen jammerst. Den Leuten hilft es nicht, wenn du sagst, dass du genauso dran bist und dass du genauso am dran bist. Den Leuten hilft es, wenn sie Gottes Weisheit in dir spüren. Wenn Angst unterwegs ist, nicht die Angst noch mit neuen Storys füllen, sondern wirklich mit der Liebe Gottes. Nicht unbedingt mit vielen Bibelversen, sondern wenn die Liebe aus dir strahlt. Lieben, in der heutigen Zeit, das ist so ein Riesenexperimentierfeld in unserem Land, wo wir die Liebe Gottes leben können. Und ich habe solche Erlebnisse, wenn du in einer gespannten Situation und wenn es überall so explosiv ist und du kommst rein in eine Ruhe, das ist Gottes Weisheit. Und nicht, ja, ich meine das auch so, ja, selber, schön, dass Sie es auch so sagen, ich sehe es auch. Das hilft keinem. Wenn du die Liebe, den Frieden, Vergebung, Wertschätzung hineinbringst, das ist Gottes Weisheit. Und ihr Lieben, dazu sind wir berufen. Die Welt sehnt sich, ohne es zu wissen, nach geistlicher Intelligenz, die es nur bei Gott gibt. Und da hast du Zugang. Stimmt's? Da hast du Zugang. Du hast Zugang zu der geistlichen Intelligenz. Übernatürliche Perspektive haben wir. Göttliche Weisheit ist die absolute Lösung. Nicht die beste Meinung, die wir haben, sondern göttliche Weisheit ist die absolute Lösung. Lass es dir zeigen. Was mir in der letzten Zeit so geht, ich bin begeistert, ist aber auch gleichzeitig eine Riesenverantwortung. Oftmals wache ich morgens auf und mir steht was ganz klar vor Augen, wie eine Sache ist. Und die ist so. Wisst ihr, wo einem Gott zeigt, dem einen zeigt das im Gebet, dem anderen, also mir geht es meistens so, wenn ich aufwache und sage, danke Herr für den neuen Tag, dann, nicht jedes Mal, aber in letzter Zeit recht oft, kommt eine Sache, die steht ganz klar da und ich kann in den Tag hineingehen und das genauso machen und das passt. Und ihr Lieben, das ist wirklich geistliche Intelligenz, Gottes Weisheit. Lasst uns hungrig sein nach Gottes Weisheit.
Lasst uns hungrig sein, die Weisheit Gottes zu erfassen und in dieser, lasst uns wirklich, lass mal sagen, die Weisen für diese Welt sein. Nicht indem wir ihnen irgendwelches Gelerntes da irgendwo hinknallen, die haben schon viel solche Sachen gehört. Göttliche Weisheit zu empfangen, ihr Lieben, braucht wirklich Schulung. Und wie ich schon sagte, nicht Seminare, nicht YouTube-Filme und so weiter. Die Schulung ist dein Herz mit dem Herzen des Vaters. Herr, was ist heute für mich dran an diesem Tag? Zeig's mir. Und du wirst sehen, wenn es von Gott dir zeigen lässt, haut das 100% rein und du hast einen 100%igen Erfolg. Ich bin ja auch eigentlich so, ich glaube, wir Menschen alle, wenn jemand mit Gummibärchen, gerne hat, dann schenkt man ihm gerne Gummibärchen, wenn man eine Freude machen will. Und wir sind auch im Christlichen so, wir geben immer gerne das weiter, was der andere gerne hören will oder haben will. Aber wir leben jetzt in einer Zeit, wo eine ganz andere Dimension ist, wo nicht mehr das, was ihm gestern gefallen hat, gefällt ihm heute vielleicht auch noch, sondern wir dürfen hören. Wir als Christen dürfen hören, was der Geist Gottes sagt für die Situation oder für den Menschen, dem du gegenüberstehst oder gegenüber sitzt. Und ihr Lieben, das ist nicht einfach so, ja, wir haben die Predigt gehört, nach dem Gottesdienst, wir machen so. Nein, das ist wirklich ein Hineinwachsen. O Herr, schenk mir heute deine Weisheit. Schenk mir heute deine Weisheit. Und ich bin ganz sicher, dass du hören kannst. Jeder Christ, steht in der Bibel, jeder Christ kann hören. Das muss manchmal gelernt sein, manchmal ist es sehr laut um uns herum, das wissen wir. Aber höre, was der Geist Gottes zu dir sagt, nicht nur für dich, sondern für das, was an diesem Tag dran ist. Und das ist das Wunderbare, ihr Lieben. Wir dürfen lernen und sollen lernen zu hören und wir sollen auch lernen zu träumen. Göttliche Weisheit verleiht uns die Fähigkeit, das Leben aus einer ewigen, zeitlosen, übernatürlichen und multidimensionaler Perspektive zu sehen. Menschen, in denen viel göttliche Weisheit steckt, fallen angenehm auf. Trage die Weisheit Gottes an den Platz, an dem du bist, an deinen Arbeitsplatz, in die Schule, in den Sportverein, ins Altersheim, Familie. Und wenn du sagst, ich kann das nicht, da gibt es auch eine Bibelstelle. Herr, wenn du sagst, mir fehlt Weisheit, eine Bibelstelle heißt es, Jakobus 1, Vers 5, wem Weisheit mangelt, der bitte um Weisheit. Lass deinen Geist mit göttlicher Weisheit füllen. Welche Früchte bringen deine Gespräche, deine E-Mails, dein Posten? Bringen sie Spaltung, Streit, Unruhe oder bringen sie Frieden, Liebe, Hoffnung, Glaube? Sollten sie das bringen? Und ihr Lieben, das ist unsere Aufgabe. Menschliche Intelligenz und Emotionen, ihr Lieben, wird die Welt nicht retten. Unsere Meinung wird die Welt nicht retten. Jesus hat die Welt schon gerettet für jeden, der zugreift. Und ich möchte schließen mit dem einen Bibelvers in Zacharja 4, Vers 6. Da steht, was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht des Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist
wird es bewirken. Das verspreche ich dir, der Herr, der allmächtige Gott. Nicht durch Heer oder Macht. Egal, wie es im Land aussieht, wie es bei dir aussieht, wie was irgendjemand sagt, nicht durch Heer oder Macht und nicht durch unsere Aussagen, sondern durch seinen Geist, spricht der Herr, wird es geschehen. Und das wird auch für unser Land, für dein Land, in dem du lebst, für deine Umgebung, wird der Geist Gottes, die Weisheit aus dem Geist Gottes wird die Veränderung bringen. Wir sind da gefordert, ihr Lieben, zu hören, zu empfangen und Josefs und Daniel zu sein. Machst du mit? Der Herr segne dich. Amen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.